So, eine Runde Survival Chaos. Jetzt auf dem 3.1er Patch. Ich weiß leider die Patch Notes nicht. Keine Ahnung, was sich da jetzt verändert hat. Hoffen wir mal, dass random ist. Und dass wir eine vernünftige Rasse kriegen. Vielleicht eine, die ich schon mal in den Vorpatches mal gespielt habe. Das wäre ganz passend. Wenn nicht, dann ist das halt so. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich probiere nochmal einen aggressiven Play. Je nachdem, welches Volk ich jetzt kriege. Im Optimalfall wären, glaube ich, Orks, Fell-Orks oder werden noch starke Zweier-Units. Human wäre aber eigentlich auch ganz nice. Und ich glaube, da verballern es gerade ein paar Leute, dass sie eine Taste drin klicken müssen. Warte auf andere Spiele. 10 Jahre später. Ich habe schon so hart. So, ja, random. Sehr gut. Was haben wir denn? Naga. Naga ist actually fine. Troll, Undead und Goblin. Oh, das ist natürlich. Allein die beiden, ne? Wenn die beiden jetzt das den Boni nehmen mit von wegen alle kriegen Damage aufs Building, Ihr seid ja übelst nah. dann ja, kann ich mich gleich einsagen lassen. Dann bin ich schon ein bisschen tilted. Beten, dass sie das nicht nehmen. Ich meine, just in case würde ich das ja schon fast nehmen. Aber ich weiß nicht. Ich will eigentlich auf die Midgame-Push gehen, also auf die Royal Guards. Was haben wir denn? Ja, ich habe eine Goldmine bei mir auf der Seite. Ich muss also, wie gesagt, wenn da jetzt die Zeit um ist und die haben das genommen mit der Waffe, Forschung abgeschlossen. dann Ausbau fuck me. abgeschlossen. So, ich warte jetzt. Minus 30 Armor. Minus 30 Armor. Okay, alle minus 30 Armor. Holy. Okay, aber trotzdem muss Troll weg. Der nervt ja jetzt schon. Ich gehe 2 Top. Dann habe ich auch eine Good. Das ist jetzt nicht sein Scheiß Ernst. Ach, das ist hier Big Bad Verdu. Also, das ist ja mit Negativeffekt. Ach, fuck you, Alter. Ausbau abgeschlossen. Das ist ja so übel nervig. Ja, ich gehe jetzt trotzdem nochmal Income und Building Armor. Okay, er brennt auch. Ja, ich weiß, dass meine Stadt belagert wird. Wegen dem Scheißfeuer, und das macht übel Schaden, ne? Das ist schon. Puh. Ach lol, er ist selber betroffen. Okay, das ist schon ein bisschen witzig. Ist aber trotzdem maximal nervig, dass das so lange dauert. Ne? Gibt's eine Lumbermill irgendwo? Nee, nicht bei mir. Schade.
erstmal alle reparieren. Das macht halt immer... Oh, wait. Das hat der Pinch bewirkt. Du regenerierst jetzt unterschiedlich viel HP. Das Problem ist, was ich hier gerade sehe, in der Mitte ist ein Goblin und der pusht gerade hart gegen mich. Ich werde jetzt zwei Mitte gehen müssen. Sonst kriege ich da gleich Besuch und denke mir, jo, geil. So, dann gehe ich mal zwei Mitte. Dann zwei Bot. Und zwischendurch einfach ein paar Nahkampf-Armor-Upgrades. Ich glaube, das ist das Sinnigste. Kommt da was an? Hm, oder gehe ich zwei Bot? Boah, ich weiß nicht. Ja, komm, scheiß auf. Ausbau abgeschlossen. Gehe ich jetzt hier zwei. Sehe ich noch. Nee. Nee, das schafft nicht schon so. Vielleicht noch ein Royal Guard dazu. Nein, das kriegt er so hin. Gut, dann spare ich jetzt auf zwei Mitte. Hier kriege ich halt schön Gold durch die Mine. Ist ganz gut. Botlane kommt halt gerade wieder eine Wraith, aber das ist halt dann so. Gehe jetzt definitiv zwei Mitte und dann gehe ich zwei Fortress. Okay, er ist jetzt auch zwei gegen mich gegangen. Gehe ich jetzt ein paar Upgrades. Was profitieren die denn noch? Hard Scale, Mighty Blow, Help. Okay, Cleaving Attack, das ist ganz nice. Hat der Upgrades? Ja. Der Push jetzt ein bisschen gegen. Forschung abgeschlossen. Das ist halt ein bisschen nervig jetzt, aber hilft halt nichts. Nicht genügend Gold. Und bin ich fein, da muss ich jetzt nicht mal Waves gegen schicken, was ganz gut ist. Zwei bin ich auch in der Mitte, das heißt, was das angeht, passiert mir jetzt relativ wenig. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass ich die jetzt erstmal nicht verliere. Das wird aber sich wahrscheinlich nicht umgehen lassen, weil da schon so dermaßen viele Beast Rider. Alter, geht die Musik gerade steil. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. So, das noch. Forschung abgeschlossen. Level plus 3 Level Unit Armor. Ich muss jetzt eigentlich Fortress 2 gehen. Hätte ich wahrscheinlich schon eher sogar gemusst, weil irgendein Level 2 Spell. Das sind halt so dermaßen viele. Aber eigentlich sollte die Forschung durch sein, bis die Wave da ist. Dann kann ich zumindest den Level 1 Spell dahin hauen. Das stunt ja auch. Dann habe ich hier die Royal Guards, die verstärkt sind. 2-2 gegen 2-0. 5 Armor, 13 Armor, 62 Schaden, ja. Also meine Royal Guards sind trotzdem besser als die Beast Rider, aber das ist halt jetzt die Masse, was den Unterschied macht. Und holy fuck, was kommt hier unten an?
Okay, ich glaube, das gleicht sich aber hier gerade aus. Und hier warte ich trotzdem auch meinen Spell, beziehungsweise mit dem Auf... Also erst Spell, dann Aufrüsten. Weil sonst ist... RIP! RIP, RIP, RIP. Mitte läuft halt ganz gut, da kriege ich einiges an XP für durch, was ganz nice ist. So, hier... Kudos. Okay, geht. Base Defense. Ah, Base Defense bin ich eher Freund von. Gehen wir nochmal Income, dann gehen wir hier Hard Scale oder Cleaving Attack erstmal, ne? Gehen wir erstmal Cleaving Attack. Mighty Blow on Highborn Blood, was macht denn das? Mighty Blow, Stun. Dann ist natürlich nice. Stun nehmen wir mit. Und das andere ist Spell Damage Reduction und hab mehr Regeneration. Das ist auch actually ganz nice. Forschung abgeschlossen. Jetzt pushe ich auf beiden Seiten wieder hart gegen. Er hat jetzt ein bisschen Trouble. Das Ding ist, ich könnte jetzt auch noch eine in der Mitte schicken. Würde ich eigentlich sogar echt gerne. Forschung abgeschlossen. Das Ding ist, ich hätte aber auch gerne harten. Ja, wobei harten Scale bringt nicht so viel, ne? Komm, pass auf, ich schick jetzt den Nuker in der Mitte. Hallo, bist du geslowed? Ja. Dachte gerade schon, und schlingelt die so weiter und dann, ja, hat aber den Buff drauf. What the fuck, Alter. Ja. Nochmal Cleaving Attack. Dann gehe ich auf Highborn Blood wegen Spell Damage Minus. Und dann würde ich ehrlich gesagt auch nochmal auf Income gehen. Oder soll ich erst Income gehen? Ist wahrscheinlich gar nicht so dämlich, ne? Meine Gaben gehören euch. Wer hat da jetzt Hero geschickt? Okay, auf jeden Fall nichts gegen mich. Das heißt in der Mitte wahrscheinlich. Ja, in der Mitte ist ein Hero geschickt worden. Na gut. Ja, ich gehe jetzt erst nochmal Income. Und dann gehe ich jetzt hier auf Highborn Blood. Mighty Blow, Stufe 2 gehen wir nur. Was ist denn dadurch upgraded von? Mighty Blow, okay. Also Stun. Das Gemetzel kann beginnen. Okay, er schickt einen Hero gegen mich. Ah, der kriegt auch gut Schaden hier.
glaube, das ist ein Tank. Die Frage, ärgere ich den und schicke auch einen Tank gegen den? Wäre eine Möglichkeit. Ich muss sowieso früher oder später einschicken. Forschung abgeschlossen. Mach ich. Mal gucken, ob sich rentiert oder nicht. Harden Skills. Ich weiß nicht, so richtig worth ist es irgendwie auch nicht. Forschung abgeschlossen. Alter, echt, jetzt brennt schon wieder alles. Ich habe jetzt auch hier schon. Ja, okay. Also ich habe schon eine gute Building Armor, was ganz nice ist. Unsere Stadt wird belagert. Bitte. Gewinne ich. Das ist ganz gut. Forschung abgeschlossen. Dann gehe ich jetzt hier. Ich gehe lieber Heilborn Blatt. Das bringt mir effektiv, glaube ich, ein bisschen mehr. Harden Scale kann ich immer noch gehen. Mal jetzt. Okay, die kriegen ein bisschen Trouble. Also wenn der jetzt nichts macht. Der hat fast seinen Ding verloren. Schade, dass der Hero. Nicht mitgekommen ist. Wie sieht's denn eigentlich mit Hero Yom aus? Forschung abgeschlossen. Da ist ein Hero. Lol, meiner hat ja übel auf den Sack gekriegt. Warum hat mein Hero so hart auf den Sack gekriegt und seiner nicht? Okay. Das ist ein little bit strange. Gehe ich nochmal Cleaving Attack? Aber das ist scheiße, dass mein Tank gegen seinen verliert. Dass er so viel stärker ist, holy fuck, Alter. Okay, er hat jetzt auch denke ich und kommt Dick Wave. Tja, wie gehe ich das jetzt an? Forschung abgeschlossen. Gehe ich drei Top Lane? Oder Lassis? Die drei Botlane. Ja, ich gehe drei Botlane. Ausbau abgeschlossen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Goblin hat Botlane verloren. Ich krieg gerade hier voll auf den Sack, weil ich nicht aufgepasst habe. Und Toplane pusht jetzt auch gegen mich. Dann schicke ich gleich den Disabler. Gegebenenfalls zweier Spell. Ich weiß, so viel Gegner sind es nicht, ne? Ich warte, bis der ran ist, dann schicke ich den Disabler und mache gegebenenfalls einen Einer-Spell. Ich mache jetzt aber keinen... Also... Über ein Turret mache ich vielleicht noch eine Verstärkung hier eben. Das habe ich jetzt ein bisschen verkalkuliert, ehrlich gesagt. Ja, wobei, ich meine, das Stunt... So viele sind es nicht. Die Wave kommt jetzt jeden Moment. Ich sag dir jeden Moment. Okay. Dann schicke ich jetzt noch einen Disabler. Und dann seine Wave jetzt noch.
Ich weiß halt leider nicht, was er ist. Ist das ein Tank? Ich glaube, das ist ein Tank, weil der hat so viel Leben, aber... Ich kann es halt leider nicht mit Gewissheit sagen, was ein bisschen blöd ist. So nicht. Ja, der ist jetzt tot. Nicht genügend Gold. Kann ich jetzt als nächstes auf nicht genügend Gold. Nochmal Armor gehen. Cleaving Attack ist gleich 3. Mighty Blow. Müsste ich noch upgraden. Mache ich auch. Und dann mache ich endlich auch mal das Upgrade für den Mage. Bringt ja auch ein bisschen was. Unten ist jetzt auch 3 gegangen. War klar. Mitte ist halt extrem witzig, dass die immer noch lebt. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass sie weg ist. Und er schickt einen zweiten Hero in der Mitte. Theoretisch könnte ich jetzt noch einen Tank in der Mitte schicken. Cocktail gefällig. Aber ich glaube, so richtig worth wäre es nicht. Okay, jetzt sind schon wieder alle geslowt. Abgeschlossen. Möchtet ihr was echt Gruseliges sehen? Mana Burn ist actually ziemlich gut, ne? Komm, ich gehe noch Mana Burn. Einfach weil es worth it ist. Den dürfte der nächste Hero verlieren, weil der den viel zu früh gespawnt hat. Ja, guck mal, der geht runter wie Öl, ne? Der hatte 6200 Leben. Jetzt ist er schon unter 3000. Das ist schon, also, puh. Botlane macht mir ein bisschen Sorge. Ehrlich gesagt würde ich gerne warten, bis mein Yuka tot ist und den dann runterschicken. Richtig sterben will die auch nicht. Na doch. Sagt man es einmal, aber ich warte jetzt halt auch, bis die da sind. Die Wave. Forschung abgeschlossen. Es wäre natürlich ein Träumchen, wenn ich die Barrikaden kriege. Glaube ich aber noch nicht so richtig dran. Not even problem. Dann gehe ich jetzt noch 4. Ah. Toplane Hero ist draufgegangen. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Highborn Blood ist Level 3, das ist sehr gut. Cleaving Attack ist Level 3, das ist auch super. Hardened Scales könnte ich jetzt noch upgraden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich lieber 3
auf den, ja, auf den Lanes mache. Ich glaube, ich mache erst 3 auf den Lanes. Dann mache ich 3 Fortress. Forschung abgeschlossen. Ja. 3 auf den Lanes, dann 3 Fortress. Top Lane ist ja jetzt auch mit 3er gegen mich. Das heißt, ich werde 3 gehen müssen auf der Top Lane. Ausbau abgeschlossen. Er kriegt nochmal ziemlich auf den Sack. Aber kriegt, eventuell ziehe ich jetzt den 2er-Spill von dem. Das wäre worth. Okay, er ist jetzt auch Level 4 gegangen. Das war, glaube ich, der Einer-Spell nochmal von ihm, der gerade gezogen wurde. Hier muss ich gerade aufpassen, dass das hier nicht in die Hose geht. Ich glaube, das kommt sogar fast perfekt hin, oder? Ja, ziemlich. Jetzt mache ich das so. Und dann sollte das passen. Gehe ich hier noch nächste Armor Upgrade. Dann gehe ich 3 Mitte. Es haben sich, also bisher halten sich aber alle noch echt gut, ne? Muss man sagen. Also ich glaube nur Goblin hat bisher Botlane verloren. Sonst sieht das actually ziemlich gut für die anderen aus. Kann natürlich auch sein, dass ich mich komplett irre, aber das sehen wir jetzt gleich. Ich mache jetzt gleich einmal Karte visible. Dann gehe ich 3 Mitte oder 3er Fortress. Kommt drauf an, ob wir hier unten was kriegen oder nicht. Sieht aber nach Nein aus. Ist definitiv Nein. Schade. Habe ich noch einen Hero für Botlane eigentlich? Ja, ein Disabler, das ist ganz gut. So, im Zweifel. So, wie sieht's denn aus? Ja, gut. Ihr kriegt Botlane auf den Sack. Toplane habt ihr auch ein bisschen auf den Sack gekriegt. Mitte auf. Ihr lebt noch komplett. Ihr lebt noch komplett. Ja. Edge, Stronghold 3 und sonst 3 Alliance. Edge 4, 3, 2 und 2 Alliance. Okay. Ausbau 3 Mitte. Alter, der kriegt hier eine ziemlich krasse Wave rein, ne? Kriegt von beiden Seiten gerade Hard Pressure. Und holy fuck, sie lebt einfach immer noch. Was stimmt mit der nicht? Der ist ja, also die hält ja ewig. Gut, die ist auch nicht, also die ist so minimal in Tower Range, aber trotzdem, ey, holy fuck. Das Problem ist, da ich ja auch hier für Midgame gegangen bin, werde ich das wahrscheinlich auf kurz oder lang verlieren. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Wäre halt ein Träumchen, wenn ich hier eine Barrikade kriege. Botlane werde ich warten müssen, das muss ich ein bisschen im Auge behalten und hoffen, dass ich es nicht verpeile. Ich habe jetzt 3-3, ne? Dann gehe ich jetzt 3 Fortress. Oder?
Das Ding ist, wenn ich 3 Fortress gehe, reicht das, bis die Wave bei mir ist, dass ich 1000 Gold habe? Ich glaube nur, wenn ich das kriege. Und wenn ich keinen Hero habe. Vor allen Dingen, ich habe jetzt auf 2 Lanes, habe ich jetzt einen Hero. Und eine riesen Wave. Ey, der hat nichts verloren, ne? Das ist echt ein Witz. Okay. Also Nuka könnte ich oben hinschicken. Okay, das heißt, ich muss jetzt diese 2900, die ich habe, sparen. Sonst kriege ich zu sehr auf den Sack, glaube ich. Ist eigentlich 4 gegangen? Nee. Alter, das ist eine Wave. Holy fuck, ey. Ach, er ist Monstrositäten gegangen. Gut. Das heißt, Undead ist ziemlich strong im Late Game, was ich wahrscheinlich gleich zu spüren bekomme. Das habe ich jetzt ein bisschen verbaselt, da ging jetzt einiges an Level 14, aber hey. Ich muss gerade mal Double Hero schicken. Ich kriege hier gerade übel auf den Sack. War close. Toplane ist wieder fein. Mitte ist ein Problem. Botlane ist noch nicht gut. Huh. Nein. War nicht close. Easy. Ich bin bereit. Okay, definitiv 3er Fortress jetzt. Wie sieht's denn eigentlich mit Researches aus? Okay, bin ich eigentlich ganz gut dabei, also... Undead und Goblins haben gleich viel mit mir. Und danach kommen die Trolls. Und Trolls könnten sogar gerade Toplane verlieren. Ist knapp. Ausbau abgeschlossen. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Wäre halt echt ein Träumchen, wenn ich von dem einen von den beiden irgendwas kriegen würde, ne? Ich noch ein paar extra Units. Ist ein bisschen greedy, aber... Ah, okay, kann ich gar nicht mehr. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Ist der Hero down? Was zum Teufel macht der da hinten? Okay. Das fuck einfach nur. Okay, ich gehe jetzt 4 top. Dann 4 mit. Ausbau abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was meine Heroes hier gemacht haben. Die haben sich einfach nur irgendwo hin verteilt. Gut ist, ich habe hier halt wieder den Nuka ready und die anderen beiden, die habe ich dann oben wieder ready, aber... Ja... Ist trotzdem ein bisschen suboptimal, sagen wir mal. Aber es verliert hier auch irgendwie gerade keiner mehr, ne? Also,
er kriegt halt auf Dauer übel Probleme, aber... Ja, weil... Könnte sein, dass er das jetzt hier verliert, weil er einen Hero gegen mich wieder geschickt hat. Tempo! Ich muss Zeugs in die Luft jagen! Ich würde halt echt gerne Undead rausnehmen, ne? Das Ding ist, oben kommt gerade so ein Riesenwave. Wenn ich bis dahin 2750 krieg, dann würde ich echt da den Pusher einschicken. Das wäre ein Träumchen. Dann kriege ich das vor mit ziemlicher Sicherheit. Andererseits... wäre oben vielleicht sinniger, wenn ich die anderen Heroes schicke. Undead rausnehmen. Ja, ich glaube, ich nehme Undead raus und... Ja, was heißt, ich nehme raus? Ist nur, weil ich Special Unit schicke, ist das nicht automatisch, dass sie raus sind. Ich werde auf jeden Fall zwei Spell hier brauchen. Vielleicht nicht mehr. Ich bin greedy, aber scheint zu funktionieren. Schicke ich jetzt gleich... Puh. Es ist hier gerade ein bisschen closer, als wie ich gerne hätte. Die pushen jetzt gleich. Alle vier Heroes raus. Ja. Mal gucken. Gehe ich jetzt Inka? Beziehungsweise halt auch Base Armor. Dann schauen wir mal, wie weit er kommt. Ich glaube, ich schicke jetzt hier auch nochmal. Ein paar Units mit. In der Hoffnung, dass ich bei dem was einreiße. Alter, der kriegt jetzt ein bisschen was. Kann der Hero mal sterben? Bitte. Okay, er hat jetzt oben auch... Ah, Spike ist bei ihm. Mensch, das finde ich aber eigentlich ganz nett. Okay, er hat das Ship jetzt gegen mich geschickt. Ich weiß gar nicht, wer stärker ist. Gucken wir mal. Wäre halt super, wenn ich die Sachen jetzt kriege, aber... Da kann ich nichts zu sagen. Oh, scheiße, ich muss noch vier Mitte machen, das ist wichtig.
Unsere Stadt wird belagert. Oh, Kacke. Okay, ein Hero ist schon mal tot. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Unsere Stadt wird belagert. Und den geht nur ein Turm drauf. Das Ding muss weg. Die Baracke muss weg. Mehr will ich gar nicht. Aber das kriege ich auch wieder nicht hin. Das ist richtig Kacke. Das habe ich ruckzuck zusammengerührt. Er hat mit der Baracke verloren. Ja, ich weiß, dass die Stadt belagert wird, Alter. Ja, Kacke. Ausbau abgeschlossen. Jetzt muss ich eigentlich wieder sparen. Weil jetzt kommt das Schiff. Die Special Unit zu mir. Finally! Ich hab mal Baracken gekriegt. Was ein Krampf, ey. Okay, er ist jetzt gequiddelt. Don't know why. Ist jetzt abzusehen. Oh, Kacke. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Ich komme. Glaube ich, Double Hero. Komm, was soll der Geiz? Na raus! Kacke, ich verliere die. Scheiße! Ja. Das ist jetzt richtig Kacke. Goblin ist aber noch dabei. Blau ist relativ raus. Ja, den Spell brauche ich gerade noch für oben. Das ist nicht gut. Ich weiß. Und das ist Triple Hero Top, ne? Unsere Stadt wird verlagert. Ja, Undead gewinnt. War zu erwarten. Ich meine, theoretisch over ist noch nichts, aber ziemlich sicher. Mein Special Unit haben wir jetzt beide verbraucht. Meine ist wieder unterwegs. Der wird seinen jetzt auch bald schicken.
ist zumindest zweiter Platz wahrscheinlich für mich. Okay, das ist sein Hero. Ich dachte gerade schon, what the fuck. Dann... Nicht genügend Gold. Gehen wir jetzt nochmal schön auf Gold. Die Wave kommt gleich bei mir hin. Es ist ein bisschen... Blau ist raus. Vielleicht kriege ich meinen Hero für die Mitte. Geil. Okay, das war dumm. Das war dumm. Jetzt habe ich den wieder zu weit vor. Ja, komm. Nicht genügend Gold, ja. Ich weiß. Ja. Also ich bin definitiv Zweiter. Mehr wird's wahrscheinlich nicht. Hätte ich hier die Baracke gekriegt, hätte ich gesagt, wäre ein Sieg drinne. Habe ich aber nicht, weil der übel Lack gehabt hat. Und der schickt jetzt natürlich alle Helden auf der Botlane, weil kürzeste Route und dann macht er Pressure. So. Das heißt, ich kann das nicht verteidigen. Mitte. Sieht. Oh, okay, Chance. Top Lane kommt halt eine übel Wave von mir. Aber ob das reicht, ist halt die andere Frage. Ob ich vorher andere Bonis hätte nehmen sollen, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich auch mehr Pressure auf Undead machen sollen, statt auf Troll. Also Undead macht mich halt jetzt komplett nass eigentlich, also... Dass ich die wirklich krieg, sehe ich mich noch nicht so. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Okay. Ultimate Weapon. Forschung abgeschlossen. Ja, genau, dreht mal schön um. Es könnte mir ein bisschen den Arsch retten. Zumindest kann ich verzögern. Und wenn ich Glück habe, kriege ich hier halt ein bisschen was. Mitte vielleicht auch. Das ist gerade schwierig. Alles raus, was ich habe, oder? Ja, nee.
hätte mir gerade überlegt, ob ich eventuell Mana Restore mache, aber richtig worth it ist es halt auch nicht. Er hat leider noch ein Zweierspell, das mich komplett cancelt. Ja, das kann unter Umständen noch ein langes Game werden. Wenn ich wenigstens eine Baracke kriege, ne? Eine Baracke wird ja schon echt viel helfen. Okay, Botlane hat es tatsächlich geschafft. Sobald der hier tot ist, schicke ich den gleich in die Mitte. Mit Minions? Ja, mit Minions. Ich will zumindest eine Baracke noch von ihm kriegen. Ärgerlich, ne? Ich habe wieder nichts gekriegt. Das war so ein Riesenpush und ich habe wieder nichts bekommen. Boah, ist das sowas ätzend. Schick ich den als Verzögerung direkt oder nehme ich den als Safe? Weiß ist halt echt nicht. Es ist halt echt so unlucky. Also ich kriege hier die Türme. Zwei Türme kriege ich statt zwei Baracken. Hätte ich zwei Baracken jetzt gekriegt, dann könnte ich das halt echt gewinnen. Aber so... Das einzige Gute, ich habe jetzt Special Unit versus im schlimmsten Fall einen Hero. Das heißt, eventuell kriege ich jetzt wirklich mal eine Baracke. Aber auch nur ganz eventuell. Ach Gott, ist das ätzend. Na, jetzt hat er da schon wieder einen Hero. Ach komm, eine Baracke. Gönn mir eine Baracke. Mehr will ich doch nicht. Ich krieg die wieder nicht, ne? Ja, die kriege ich dafür vielleicht. Nehme ich den Tank doch zum Verzögern? Weiß es nicht. Das ist sehr gut. Eine Baracke gekommen. Holy fuck, Alter. Und noch ein Türmchen. Ja,
Jetzt geht das große Sterben hier los. Und ich krieg die Baracke halt wieder nicht. Das ist halt auch bitter wie sonst was. Special Unit macht das auch nicht. Also, ja. Das Gute ist, ich kann beide top packen, ne? Ja, nee, nicht mal. Ich kann mit noch eine packen. Pass auf, ich schick die mit. War das richtig? Ja, das war richtig. Dann habe ich trotzdem Top 2. Mehr als erforschen kann ich halt auch nicht. Oh, ich krieg 2 Baracken. Yay! Ich schick alles, was ich habe, dagegen. Kannst mir mal hart den Arsch runterrutschen. Ne, er hat die anderen Baracken verloren. Lol, Alter. Ne, gewinne ich die Scheiße, dann lach ich mir einen Arsch ab. Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Forschung abgeschlossen. Ich meine, er hat keine Baracken mehr. Er hat nur noch das Fortress. Er hat Mana vielleicht noch. Ja, für ein Level 2 Spell glaube ich nicht mal. Für ein Level 1 Spell. Er ist gelieft. Er ist gelieft. Trotzdem GG. Aber er ist gelieft. Wir haben gewonnen. Holy fuck, Alter. Wir haben das gewonnen. Ja, geile Scheiße, ey. Alter, ich war echt gut dabei, ne? Wenn man das so mal sieht. Ich geh dann mal. Ja, nice. Holy fuck, dass ich das noch gewonnen hab. Also ich hab ja echt hier hart eigentlich gerackt, wenn man das mal so sieht, ne? Ich weiß gar nicht, wer hatten die meisten Hero to delivery Hero? Alter, ich hatte 100 Gesamtlevel von allen Heroes, das ist schon extrem viel. Heroes killed 19, Heroes fought 24, also ich habe leider mehr verloren als gewonnen, aber naja, gut. Oh, trotzdem, das ist schon. Warte mal, steht hier irgendwo noch Researches? Ja. Okay, er hat ein paar mehr Researches auch noch gehabt als ich. Ja, richtig nice Runde.
56 Minuten, jetzt mit dem Lagergelaber wahrscheinlich 58 Minuten oder so. Ja, der Sieg gehört mir. Naga for the win, ne? Wo ist denn das Ghost Ship da? 2000. Das Ghost Ship hätte ich auch gewonnen und dann hätte ich definitiv gewonnen. Ja, richtig nice. Okay, denn bis dann.